Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir befinden uns hier im Bahnhofstation und sollen irgendeinen Schalter betätigen, damit unser Zug weiterfährt. Hat der neue Gegner? Ja, seid ihr. Direkter Angriff führt zum Stromschlag. Ja. Ich muss den eh scannen, von daher. Das ist ein Fallpoki. Fallpokis sind eine giftige Poki-Art. Maximal KP 8, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Wenn sie dich vergiften, sinken deine KP langsam ab. Ziemlich fiese Typen also. Abgesehen davon haben sie Stacheln, deshalb kannst du nicht auf sie springen, doch mit dem Orden. Jedenfalls solltest du nicht von ihrem Lächeln täuschen lassen. Nice. Na, warte mal. Nicht doch runter, ne? HP plus Orden. In der Richtung gibt's was. Das wird ein bisschen dauern, ne? Ja, Mist. Autsch. Warte, ich zünde zuerst die Bombe. Danke, ich will nochmal drauf hauen. Ja. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. In diese Richtung. Müsste ich bitte eigentlich drauf springen. Im Felsen habe ich gesehen. Austauschen. Mach ich erstmal den weg. Der hat ein Item.
ist das eigentlich, wenn ich hier so einen Saugmax mache? Funktioniert das überhaupt? Tatsache. Die Wolke da. Komm schon, Eduardo, du kannst das. Hast du gut gemacht. Ja, Angriff braucht man eigentlich nicht. Bonhilda ist gleich unsere Gegnerin. Hm? Was? Ja, mal ein Item einsetzen. Warte, draufspringen. Ganz ehrlich. Erfahrungspunkte. Was haben wir hier? Gut, ich tausche Sirup gegen Sirup, ne? Richtung. Ist jetzt hier noch was?
mal noch in dieser Richtung. Ein Eis auch. Dann warten wir mal kurz, bis es weg ist. Damit ich wirklich sicher gehen kann, dass auch wirklich hier alles aufgesammelt worden ist. Ja, warte kurz, ist es gleich weg. In diese Richtung. Aber trotzdem mal. Genau danach zu. Ja, let's go. Ich glaube, das ist ein neuer Gegner. Ich bin mir nicht sicher. Yep. Ein Parapikkäfer. Das ist ein Parapikkelkäfer. Das sind Käfer mit Flügeln und Stacheln. 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4, genau wie normale Käfer. Auch Feuer und Bomben sind hier wirkungslos, genau wie bei normalen Käfern. Das ist umso gemeiner, dass die Parapikkelkäfer auch noch fliegen können und einen Stachel haben. Wahrscheinlich solltest du sie am ersten mit Items und Sternattacken angreifen. Okay. Dafür Maxi Baby. Und weg mit euch. Naja, nicht ganz. Also, dann einmal. Wobei. Bitte mach du mal eine Scheune. Du kannst den mal benutzen. Dass nicht doppelte Sternpunkte geben können für ein Level Up. So, erster Angriff erfolgreich. Komm, mach mal nochmal. Maxi Beben. Haben wir eh gleich ein Level Up. Dauert noch was. Kurz davor. Hm?
Da können wir lang. Und hier können wir lang. Hm. Einen Orden haben wir bekommen. Immerhin. Nein. Wird auf die andere Seite. Ich will das nicht wegwerfen. So, das war erst ein Griff hier. Was kannst du angreifen? Ich glaube, ich habe meine Ordnung. Nein, ich habe meine Ordnung nicht dran. Sollte ich vielleicht wieder dran machen. Wir kriegen das schon noch down. Ich darf noch Maxi Beb noch mal einsetzen. Ich mal der Flach. Level up. Ich muss gucken, dass ich nach da oben komme. Ach, das ist dafür da. Okay. Es kann das dauern. Komm schon. Und App und. Ja.
Ja, ich bin auf der richtigen Seite jetzt rausgekommen. Und das brauche ich nicht. Stimmt, bevor ich das vergesse. Komm her. Damit rechnest du jetzt nicht? Nicht. Vielleicht jemand anders noch was machen. Ganz schade. Das heißt, ich werde jetzt gerade mächtig selbst auf den Latz kriegen und die nicht. Komm. Der Boost nicht jetzt einfach weg. Und tschüss. Muss ja nicht jeder Erfahrungspunkte mitnehmen, ne? Die Hungerskämpfen müssen. Ich glaube, da mache ich kurz einen Prozess. Eins und zehn?
Ne, wusste ich. Wusste ich von Anfang an. Muss natürlich von Anfang an. Warte, da oben ist was. Da ist nichts. Okay. Habe ich zumindest. Ui. Ultrastiefel halten. Hallo, ich bin es, Toadette. Schön, dich zu sehen. Du hältst Ultrastiefel. Herzlichen Glückwunsch. Damit wird deine Angriffskraft beim Sprung nochmals erhöht. Außerdem kannst du eine neue Sprungtechnik anwenden. Probieren wir es. Es ist zwar schwierig, aber du schaffst das schon. Wenn du A gedrückt hältst und L drehst, gehst du tief in die Hocke. Lässt du A los, führst du einen Ultrasprung aus. Lasse A erst los, wenn du genügend gedreht hast. Mit dem Ultrasprung kannst du Röhre erreichen, die hoch über deinen Kopf hängen. Mit L kannst du an den Röhren entlang hangeln. Wenn du B drückst, lässt du dich wieder fallen. Großartig, das war super. Yep, ich habe die Steuerung im Griff. Gut, du bärst jetzt den Ultrasprung. Mit dem Ursprung erreichst du auch höhere gelegene Blöcke und andere Objekte. Drückst du von unten gegen eine Plattform, kannst du etwas herunterschubsen, das sich darauf befindet. Und noch etwas, du kannst den Ultrasprung auch im Kampf benutzen. Also bis bald, viel Glück! Nice. Hier hin. Hier, bitte. Zeigt ja auch so schön. Stimmt. Sag immer B ist doch da. Okay, hier gibt's nichts mehr. Einen Liftschlüssel erhalten. Nice so. Und weg hier. Ah, dann weiß ich ja auch, wie ich jetzt an das Item komme. Von ganz am Anfang. Nein. What? Na gut, dann kämpfe ich nochmal gegen euch.
Au. Immerhin etwas. Dann vergib mir den Stern. Anstrengender Kampf. Und ich nehme ich noch mit. Nutzt ein Teil davon. Jetzt den ganzen Weg zurück. Das kann ja was werden. Wir haben noch einen Speicherplatz, ne? Weil wir haben nämlich schon eine halbe Stunde voll. Yep. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario. Bis dahin. Tüdelü.